Ich möchte anmerken, dass ich beim ersten Mal das nicht so gelöst habe mit dem Geld, ne? Also. Willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. So. Das ist der komische Felsen. Ja, ich weiß, das ist kosmisch heißt, aber gut. Verkehrswert muss hoch sein, Darlehen müssen zurückgezahlt werden. Und das war's eigentlich. Diese Achterbahnen haben wir. Sonst haben wir nicht so viel. Die sind ganz cool. Und unser Problem ist eben sehr viele Darlehen. Heißt, wir machen am Anfang einen Park so klein wie möglich. Um mit so wenig Geld auszugeben wie möglich. Dass wir möglichst wenig Darlehen generell haben. Oh, meine Erinnerungskraft sollte man vielleicht auch noch runterlassen. So, wie macht man das? Ist natürlich relativ simpelst. Man baut einfach alle Attraktionen, die man mal am Anfang hat. Alle schön thematisch dahin. So. Dann fliegende Untertassen. Die können jetzt zum Beispiel auch auf diese Seite hier. Und dazu dann noch das Gravitron. Ne, warte. Das machen wir anders. So. Perfekt. Okay. Jetzt sieht man eigentlich erst, wie genial das hier ist. Jetzt haben wir dann noch die aufregende Attraktion Zipper. Dann stellen wir auch auf 3. Ja. Das war's. Dann machen wir jetzt Geld. Hoffentlich. Wohl warte. Fressbuden. Ansonsten gibt es halt immer noch einen ganz einfachen Trick, den ich jetzt allerdings noch nicht anwenden werde. So. Ah, sie sind nicht hungrig. Das ist doch mal schön. So. Die Shakes kosten auch bei mir immer 2 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jo. Danke. Ja. Jetzt müssen wir nur noch Darlehen zurückzahlen. Das heißt, wir machen das immer so. Stellen das Ding auf 100. Das reicht dann auch schon. Also, Prinzip läuft jetzt wie folgt ab. Wir sollten vielleicht noch Klos bauen. Klos und ganz wichtig auch Geld oder mal, falls man Leute pleite gehen. So, jetzt machen wir den Finanztab auf und schauen, wie viel Geld wir machen. Nee, also wirklich, das ist relativ simpel. Wir haben jetzt noch einen relativ niedrigen Verkehrswert.
was jetzt nicht sonderlich verwunderlich ist bei den paar Aktionen, die wir haben. Das heißt, für den brauchen wir Spenden auch richtig viel mehr. Aber, ach komm, andere Idee, wir rushen einfach mal. So, ist das, was steht denn noch in meinem Parkland? Hier unten ist es auch noch Parkland von mir. So. Darlehen sind zurückbezahlt, das war nur ein Verkehrswert höher. Wie kriegen wir den jetzt hoch? Wahrscheinlich eigentlich tatsächlich doch wieder nur mit einer Achterbahn. Oder wenn ich jetzt wieder Darlehen aufnehme. Naja, und ich bin mal kurz weg. Bin ich wieder? Das ist ja so ein kleiner Tricks rein in der Spielmechanik. Und jetzt holen wir uns. Wie werden die den Verkehrswert steigern? Wahrscheinlich so viel, ne? Machen wir lieber den. Das ist echt. Hat so ein bisschen was von Cheaten, glaube ich. Weil ich ehrlich sagen muss, richtig schlimm finde ich jetzt nicht. Weil, naja. Das ist jetzt nicht. Ja, doch eigentlich. Eigentlich ist es schon Cheaten. Oder man drückt es halt besser aus und sagt, es ist eine ausnutzende Spielmechanik. Klingt halt schöner. Oh. Oh. Und Gibi. So, anderes Pass mit aber. Hörgesetz. Tschüss! Und jetzt sollte auch der Verkehrswert ordentlich gestiegen sein. Nee, noch nicht ganz. Dann machen wir noch was anderes. Haben wir nicht noch eine Achterbahn da? Die Achterbahn. Hier. Die können wir noch. Können sie jetzt hier gerade noch ausgehen? Ich immer noch Platz finde, wo ich sie auch entsprechend bauen kann. 8800. Hier. Da hat es geklappt. So ist das doch geil. Wir haben jetzt zwar wieder Darlehen ohne Ende.
Nee, warte. So. Ich weiß zwar, dass es eigentlich hier auch anders geht, aber... Ne? So. So kann man es auch machen. Okay, unser Verkehr ist gut. Das heißt, wir brauchen nur noch einen blöden, very unimportant person. Und dann geht das. Ich möchte anmerken, dass ich beim ersten Mal das nicht so gelöst habe. Mit dem Geld, ne? Also. Habe ich nicht meine Darlehen mit den Pflanzen zurückgezahlt, um wieder Darlehen aufzunehmen und das dann in Achterbahnen zu investieren. Sondern ich habe es normal gespielt. Und der Park hatte ungefähr Einnahmen jeden Monat von 1500. Glaube ich. Kann er mal nachgucken. Ich kann ja dann nachher noch das andere Level laden. Dann seht ihr das, wie das eigentlich so gehört. Es sind noch alle Pflanzen da, größtenteils. Also da war keine Attraktion stehen, sind noch die Pflanzen. All diese Menschen sind zu viel. Alter, du bist ein Popstar, du Dödel. Ah, jetzt heißt eigentlich nur noch warten, bis die Karaoke da, es hat wieder aufgeklärt. Wow. Bis die Karaoke da fertig ist. Ja. Ne? Erst schon so. Werde ich gerade. Alles klar. Oh ne, ist toll. Jetzt muss nur noch Karaoke hier fertig werden und dann passt es. 11,9% ist jetzt eigentlich gar nicht mal wenig. Fällt mir so auf. Alter, 83.000 Verkehrswert. Schon interessant. Turbomaschinen. Wow. Yo. Supi, das ist ja auch überhaupt nicht ätzend, auf diesen VIP zu warten. Gut, ich könnte sagen, ich bin das gut, aber kann gehen oder sonst irgendwas machen. Ja. Ne? Alter, könnte bitte dieses mit den Pflanzen endlich mal rausgehen. Das ist immer, hat immer so ein ungutes Gefühl, wenn man das sieht, wie man gespielt hat. Ein Topspinner, den kann man auch noch mal bauen. Das ist immer so ein gesundes Einnahmen-Ausgaben-Verhältnis, was ich hier so an den Tag lege. Glück überhaupt nicht übertrieben oder so. La la la, Reese's Peanut Butter Cups, alles klar, langweilig. Ja. Ja. Sie verpisst sich. Cool. Baby, ja, wir sind fertig. Okay, gut. Dieser Park ist eine Katastrophe, ist egal. Kein Kommentar. Ja. Kommentar. Darunter speichern wir das mal ab. Und dann zeigen wir jetzt mal. Nein. Wie das Ganze so wirklich aussehen sollte. Werde ich dann auch im Lalaland machen, also im nächsten Szenario. Dann zeige ich euch, was man da tatsächlich machen kann.
Post, nämlich das Zeug aus der letzten Aufnahme. Das auch viel cooler aussieht. Und ja, ich werde das dann wahrscheinlich auch beim Inselparadies ähnlich lösen. Beim letzten Level. Was ich euch dann danach zeige, was ich im Original gebaut habe. Und das ist das Ergebnis hier. Man sieht einen ansehnlichen Park mit sehr vielen Pflanzen. Habe ich da überhaupt aktuell Darlehen? Ne, ich habe keine Darlehen. Wie ihr auch seht, das sind die Einnahmen von diesem Park. Bankkonstruktion. Da ist tatsächlich auch Pflanzen drauf gegangen, weil hier, das war ja alles voller Pflanzen ursprünglich, weiß man ja. Und alles. Beim Darlehen zurückzahlen haben wir jede Menge Sachen erforscht, weil ich die Forschung nicht rückgedreht habe. Und die habe ich dann halt alle auf einmal hier hinten hingeklatscht. Und da ist halt das alles hier entstanden, diese kleine Themenwelt. Naja, hier sind dann übrigens noch die Mini-Hubschrauber, die ich hier hingebaut habe. Das hier ist zumindest, man kann es wiedererkennen. Lol, ich habe eine Aussichtsturm und ich habe hier vor allem das hier, was halt echt ziemlich cool ist. Die habe ich selber gebaut. Die Mini-Achterbahn, also super. Und man sieht hier auch, das Ding läuft wie spät. Ganz hell. Das ist so abnormal, wie die Finanzen dieses Parks hier aussehen. Es ist krank. Ja. Das Ganze ohne irgendwelches Bug-Using, weil die Skyfire-Pflanzen beim Verkauf Geld bringen. Ich sag dazu einfach gar nichts. Außer, dass das ist, was man eigentlich macht. Also hier ist das Ladeland. Da zeige ich dann auch, was man hier, also wie das eigentlich von mir gemacht wird. Aber zuerst rushen wir das Ding. Würde sagen, was euch gefallen hat, bewerten. Was euch nicht gefallen hat, auch bewerten. Dann halt anders. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.